Wie dumm ist das denn? Man kann es übertreiben mit dem Spiel. Halt ich gerade einen Run, weißt du, und dann so eine Scheiße. Das sind immer so einige Momente, die dich halt im Spiel platt machen. Die dir den Spielspaß rausnehmen. Und irgendwelche Entwickler denken, finde ich toll. Ich warte, bis der da hinten ist. Dann sollte der eigentlich nicht gesehen werden. Der sieht mich doch fast sofort, wenn ich mich da hinten hinschleiche. Was ist, wenn ich den besiege? Der dürfte doch eigentlich... Gut, die werden also nicht ersetzt, wenn die jemand sieht. Doch, der ist wieder da. Nach einer Weile. Das ist doch so komisch. Die versuchen beide mit einem Attentat hinzukriegen. Lagern Sie Ihre Milch, jetzt das Gift hinzugeben. Nee, die sind nicht wiedergekommen. Aber wie? Bin ich ein bisschen übertrieben? Es wird von Gegnern gesehen. Bringt mir aber halt gar nicht. Ja, toll. Ist doch so blöd. Kannst du nicht machen? Weil wir die Milch so hingestellt haben, dass er von Gegnern gesehen wird. Jetzt abwarten. Bin ich Boss dazu gehen?
Trinken sie natürlich alle zeitgleich und das Gift wirkt sofort. Wir haben die Milch hier von den Mongolen vergiftet und die haben wir jetzt gerade alle platt gemacht. Wie es scheint. Hier können wir noch ein bisschen Stuff sammeln, aber eigentlich... Wirklich? Jin! Wo ist der Khan? Nach Norden. Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Dann hol ihn dir. Nein. Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Tacker um. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Dem Geist glaubt man. Halt! Wir könnten... Du warst mein längster Freund, Ryuzo. Wir könnten eigentlich jeden Verbündeten gebrauchen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Dann mach wenigstens Seppuku. Dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. Du willst mich nicht auf, Ryuzo. Das Gift. Du brichst den Eid deines Onkels. Ich vergebe dir nie. Du ließest mir keine Wahl. Also mit den Skills geht's schnell. Jin. Bitte. Leb wohl. Interessant. Interessant. Ich habe das Gefühl, mir schleichen zu... Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Herausforderung, die wir machen, hätte machen können, ob wir da ein anderes Ende bekommen könnten. Der Khan ist natürlich wieder weg. Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abwehren. Ihr habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie.
wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Wollen wir Yuna verraten? Ihr seid Jin Shimura. Treue Diener des Shoguns. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Und dafür wird man euch richten. Finde den Khan. Für Taka. Geht! Was? Ich hatte ja nicht mal eine Wahl. Ich meine, komm schon. Könnte hoffen, dass es Yuna hinkriegt. Ehre und Asche. Ich meine, ich hätte es verstanden, wenn wir theoretisch danach... Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Festung. Ich bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Ich kämme doch. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringen sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Hier geht's nicht zum Tor. Wie schmeckt euch der Sake, meine Herren? Weil man kann sie mit dem Schleim noch ein bisschen übertreiben. Bin ich sicher?
sie getötet hat. Das ist kein Mensch. Ich glaube, die Bürger haben doch mehr Schiss vor uns als... Ups. Wir vergeuden hier nur Zeit. Sehr viel erreicht, doch seine Fehltritte häufen sich weiter. Der Khan ist ihm entkommen und Fürst Sakai bedroht jenen Frieden, für den wir kämpfen. Das gefällt mir halt gar nicht. Ich habe das Gefühl, entweder wäre es cool, also entweder gehört zur Geschichte. Sora. Fürst Sakai ist geflohen! Sucht überall! Findet ihn! Sollen wir suchen helfen, mein Herr? Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Norden. Ihr beiden, sattelt auf. Der Rest von euch ans Tor. Ruhig. Ich bin's. Nicht so. Das Pferd wäre schon längst zu Boden gefallen. Nach Kin. Yuna wartet auf uns. Aua! Armes Pferdchen! Yuna hat 3 Pfeile. Armes Pferd, einfach ein Pfeil im Popo, sogar 2 Schulter und 2 im Hinterleib. Oh nein. Nicht so wahr. Da
Bin echt am Überlegen, ob man hätte vielleicht was umändern können. Wahrscheinlich der Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Das. Da kommt jetzt ein bisschen viel auf mich zu gerade. Ist jetzt nicht so viel los, wie hätte sein können. Ich kann auch kein Attentat oder so machen. Och, man kann es mit dem Schleichen übertreiben. Oh, komm schon. Ja, war klar. Ich werde es noch 1000 Millionen Mal, 10 Trilliarden Mal verkacken. Erreiche ich den heiligen Baum, ohne gesehen zu werden? Ja. Frage ist nur wo, wie, wann. So eine gute Idee ist, hier außen rum zu laufen. Okay, der bewegt sich kein Stück, das Arschloch. Kann ich da oben irgendwie durch? Das würde meinen Augen Sinn ergeben. Nee, kannst du vergessen. Warum gleichst du zwei ekelhafte Passagen hintereinander? Was ist das für eine Designentscheidung? Ich weiß, dass man uns jetzt ein bisschen vorantreiben will, weil das Ende jetzt so gefühlt so unerwartet kommt, dass wir jetzt von allen gejagt werden. Aber es kann doch kein Dauerzustand sein. Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald.
Warum Teufel? Oh, komm schon! Leck mich doch. Ist doch so doof. Gibt es halt auch nicht wirklich viel Deckung, ne? Der Typ da oben wird mich da sofort wieder sehen. Gut, wenn ich unten bleibe, ne? Dann bin ich außerhalb seines Blickfelds. Hier oben, der steht jetzt auch nicht mehr. Sozusagen. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich hab halt auch nichts, ne?